Ja, liebe Freunde, liebe Zuschauer, die Ministerpräsidentenwahl ist vorbei. 4 Wochen nach dem ersten Anlauf gab es heute dann den zweiten Anlauf. Und man muss es so sagen, nach 6 Anläufen hat sich Bodo Ramelow in die Thüringer Staatskanzlei hineingeschleppt. Und die CDU hat ihm die Schlüssel für den Zutritt zur Staatskanzlei in die Hand gedrückt. Auch das wissen wir seit eben. Es gibt angeblich sogar einen schriftlichen Vertrag zwischen der Rot-Rot-Grünen-Truppe und der CDU, also eine Art Koalitionsvertrag. Und wer jetzt noch nicht weiß, in welche Richtung die CDU abgedriftet ist, dem ist wahrscheinlich nie mehr zu helfen. An der Stelle mein Appell an alle gutwilligen CDU-Mitglieder, gerade hier im Freistaat Thüringen, jetzt noch mal zu überlegen, ob sie in der richtigen Partei sind, als bürgerlich-konservativ denkende Menschen, oder ob das jetzt wirklich der Tabubruch war, der dann hoffentlich dazu führt, dass die CDU hier in Thüringen den Weg in die politische Bedeutungslosigkeit geht. Ich habe Danke zu sagen meiner Fraktion, die wie eine Eins gestanden hat. Wir haben unser zentrales Wahlziel nie aus den Augen verloren, weder vor 4 Wochen noch heute. Wir wollten Bodo Ramelow verhindern und auch deswegen wollte meine Fraktion, dass ich kandidiere, einfach um zu zeigen, wer hier für Ramelow stimmt bzw. sich enthält und wer gegen Ramelow ist, ohne Wenn und Aber, gegen einen erneuten eine Regierungsbeteiligung, eine Regierungsführung durch die SED. Deswegen bin ich heute gegen Bodo Ramelow angetreten und wie gesagt, meine Fraktion hat gestanden, wieder eins, herzlichen Dank dafür. Wir waren heute wieder Vorbild, denke ich, für alle Fraktionen und für die gesamte AfD. Ja, dann habe ich vielleicht noch Folgendes zu sagen. Der ein oder andere hat es vielleicht schon im Livestream gesehen. Ich bin dann auf den neu gewählten Ministerpräsidenten zugegangen, habe ihm die Hand geben wollen, nicht weil ich mich freue darüber, dass Bodo Ramelow jetzt der neue Ministerpräsident Thürings ist, sondern einfach um zu demonstrieren, dass ich selbstverständlich eine formal korrekte demokratische Wahl in einem Parlament akzeptiere. Ich bin auch Parlamentarier und wir wollen eine gute parlamentarische Kultur leben als AfD und das muss ich dann als Fraktionsvorsitzender und will es auch zeigen. Er hat mein Handangebot ausgeschlagen. Auch das zeigt, dass dieser Mann keine Manieren hat. Ich erinnere hier an der Stelle nochmal an sein Verhalten Thomas Kemmerich gegenüber, als er zum Ministerpräsident gewählt wurde vor 4 Wochen, auch in einer geheimen und demokratisch vollkommen einwandfrei abgelaufenen Wahl. Damals war Ramelow nicht in der Lage, seinem Amtsnachfolger die Hand zu schütteln. Auch das zeigt, was Geisteskind dieser Mann ist, wes Geisteskind diese rot-rot-grüne Truppe ist. Und ich will an der Stelle vielleicht auch nochmal an den Skandal erinnern, der ja der ein oder andere sicherlich auch mitbekommen hat, dass bei einer Strategiekonferenz der Linken tatsächlich darüber diskutiert wurde, die 1% reichsten Menschen in Deutschland zu töten, aber wenn nicht das, dann zumindest in Arbeitslager zu stecken. Das ist die Partei, die jetzt hier in Thüringen den neuen Ministerpräsidenten stellt und das ist ein Skandal. Und wie gesagt, die CDU hat sich heute schuldig gemacht.